Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Unsere hübsche Reise geht weiter auf Dathomir. Wir haben hier so in den letzten Folgen so dieses Echo des Schmerzes ein bisschen spüren dürfen. Warum macht er das jetzt? Einen Moment. Jetzt macht die Technik auch mit. Okay. Nach diesem Kurs auszusetzen, machen wir dann jetzt weiter. Wir müssen irgendwie noch zu den Ruinen, aber wir sind ganz nah dran. Ich würde mir hier trotzdem gerne diese Höhlen noch intensiver ansehen. Ey, diese Arena, die schreit doch mit jeder Faser Bosskampf. Moment, das könnte gefährlich sein. Kerl, du stehst in einer Kampfarena. Natürlich ist das gefährlich. Ich will mich hier trotzdem umsehen. Ah. Interagieren. Das Vieh sieht wirklich nicht nett aus. Ich komme halt nicht dran, außer an die Flügel und jetzt an den Kopf. Der Kampf geht gerade eigentlich. Ich halt die Klappe. Ja, das Vieh kann fliegen. Oh, der war mies. Doch, es war zu leicht. Ah.
Kerl, mach keinen Scheiß. Hilfe, BD! Ich sag doch, die Arena schreit mit jeder Faser Bosskampf. Ah, Mann! Wie soll man diesem Sprung ausweichen? Jetzt habe ich's, denke ich. Habe ich mal eine Phase, wo ich das Vieh einigermaßen im Griff habe. Es verliert viel zu wenig Energie. Jetzt darf nichts mehr schief gehen. So, jetzt könnten wir das Ding doch noch verlieren. Oder haut's ab. Es haut ab! Es haut ab! Es haut ab! Ist wohl weg. Ich kann nicht glauben, dass wir das im ersten Anlauf geschafft haben, aber das zeigt, dass mein Kampfstil immer besser wird. Wände. Das ist geil. Ja, war klar, dass wir das direkt im Sprung ausprobieren müssen, ne? Aber ich bin gerade ziemlich stolz auf uns. Das ist nicht ohne so ein Kämpfchen. Ein Savepunkt wäre jetzt nicht das Schlechteste, sage ich ehrlich. Auch um die Stims aufzuladen. Weil nochmal gegen das Vieh kämpfen, da hätte ich jetzt meine Motivation in Gänzen. Komm, irgendein scheiß Meditationspunkt, ey. Ach so, nur ein Echo. Ich dachte schon, das wär's. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Ganz toll. Da würden mir sofort 10 Dinge einfallen, die da leichter wären. Aber gut, die einen machen es so, die anderen machen es so. Ich maß mir da kein Urteil an, sage ich ehrlich. Ich habe 2 Fähigkeitspunkte für den Kampf bekommen. Jetzt schauen wir doch mal. Wobei, ich glaube, da war...
Stimmt, wir haben darauf gespart. Ich erinnere mich. Oh, wieder 5 Stims. Ich muss doch hier lang, oder? Naja, oder? Wir haben einen Eingang in die alten Ruinen gefunden. Ich werde nicht mehr. Bleib unten, Kumpel! Lass dir nicht treffen! Muss das jetzt sein? Ich bin dafür, wir töten das Vieh jetzt einfach. Ich bin dafür, auf dieser kleinen Plattform, auch wenn wir da entschieden im Nachteil sind, wir schlagen dem Vieh die Flügel ab. Ich unterstütze diese Idee. Ich wollte gerade sagen, Junge, du bist ein Jedi, jetzt schlag ihm den Fuß ab! So, jetzt reicht es mir endgültig. Angriff! Wir greifen dieses Vieh jetzt an und bringen es um. Geht wieder los! So, jetzt Lichtschwert in den Nacken und dann fertig. Das Problem ist, wir brauchen das für eine weiche und sichere Landung. Das Statuen im Hintergrund sind cool. Komm voll in den Berg. Ich weiß nicht, wie wir das hier überstehen sollen. Es geht weit runter. Schon wieder? Jetzt legt das Vieh doch um. Jesus, da überlassen wir nichts dem Zufall. Mir geht's gut. Für diese Kreatur gilt das leider nicht. Okay, sie ist tot. Sie ist tot. Wo sind wir?
speichern lieber mal, würde ich sagen. Nee, wir speichern hier nicht. Ich kenne die Passage. Wir gehen in die Ruinen hoch. Ich weiß, wo wir sind. Was ist das? Denn danke, BD. Feuerflechte. Sieht auf jeden Fall ziemlich schick aus. Sag ich ehrlich, das ist meine Meinung. Können wir hier aufräumen? Komm schon, kämpfe mit mir! Seid ihr dran? Komm, Brüder. Hier oben. Das solltest du nicht tun. Er wird vor uns untergehen. Boah, das kann doch nicht sein. Kerl, seit wann kannst du keine Schüsse mehr parieren? Oh, weil ich die falsche Taste drücke. Das macht Sinn. Dann komm runter. Gerade sagen, Kell, entweder du legst ihn um oder du packst das Schwert weg. Wenn er jetzt auf mich geschossen hätte, das wäre asozial geworden. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach in Ruhe. Ich sehe keinen Grund, jetzt runterzugehen und ihn umzubringen. Außer der übliche. Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Warte mal! Unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Also ich bin dafür, wir gehen jetzt ins Dorf und metzeln. Auch wenn das nicht der Stil eines Jedi ist. Aber ich finde, so wie die uns auf den Sack hier auf diesem Planeten gehen. Aber das ist nicht Jedi-like, ne? Einfach jetzt in ein Dorf zu marschieren und dann Kriegsverbrechen zu begehen. Wo sind Anakin und Ahsoka, wenn man sie mal braucht? Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cutter auf Kashyyyk. Mehr Echos der Macht. Er ist gefährlich, wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Der Gefangene. Zeig mal, was du gefunden hast. Jedi? Poncho-Material Vagabund. Das sieht schon geil aus. Ich glaube, das nehme ich. Die
nicht mit unserer Rückkehr rechnen, haben wir das überrascht. Ich wusste, dass du da reinspringst. Lichtwertmaterial, Dolovit. Sagt mir überhaupt nicht dieses Material. Dolovit ist mir völlig unbekannt. Sag ich ehrlich. Kommen wir hier durch? Nee. Wir müssen da durch den kleinen Schacht dahin. Ah, hier, ja, ja. Alter, wie passt der da durch? Respekt! Also wirklich riesen Respekt vor Kerl, dass er da auch so durchhängeln kann, sich. Aber diese Kletterklauen, die sind geil. Die behalte ich. Oh, ein Meditationspoint, das ist gut. Dann haben wir es ins Dorf der Eingeborenen geschafft. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut nach diesem wunderschönen Kämpfchen. Ja, mal schauen, wieso die Reise weitergeht. Das war es jedenfalls für heute. Wir schauen uns das Ganze zum Ende nochmal an. So eine schöne Endline, das Dorf hier wunderschön. Ich würde am liebsten alles niedermetzeln, dürfen wir nur leider nicht als Jedi. Naja gut, man kann nicht alles ab. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.